Hi Lovers, willkommen auf unserem Kanal. Ihr seid Steinbock-Geborene und ich bin Jan, eure Love Witch. Hier auf YouTube mache ich jetzt regelmäßig Tarot-Legungen für das Kollektiv zum Thema Liebe, zum Thema Karriere, zum Thema Sexualität, zum Thema Spiritualität, einfach Spiritual Guidance im Allgemeinen. Ich glaube, das könnten wir jetzt in dieser Zeit alle gebrauchen und ich möchte damit auch ein bisschen einen neuen Bezug und eine neue Connection aufbauen zur Community, euch kennenlernen, wissen, was bei euch abgeht. Hier auf YouTube mache ich allgemeine Readings, also keine persönlichen Readings, das heißt, take what resonates and leave the rest behind, weil jede Situation, jede eigene Geschichte ist natürlich individuell und hier kann ich nur für die ganze Gruppe legen, auf Basis von einem Sternzeichen. Wenn ihr den Steinbock in der Sonne habt oder im Aszendenten oder im Mond oder auch Mars und Venus, weil wir hier über Liebe und Sexualität sprechen, dann seid ihr hier ganz genau richtig. Ihr könnt euch auf astro.com oder Kaffee Astrology auch ein kostenloses Geburtshoroskop erstellen lassen, dann wisst ihr ganz genau, welche Planetenkonstellationen ihr so in eurem Geburtshoroskop drin habt und könnt euch die anderen Videos auch noch anschauen, um ein vollständigeres Bild auf eure Situation zu bekommen. Zum Valentinstagswochenende schauen wir uns euer Liebes- und Sexleben an. Wie ist die Ausgangssituation? Wo steht ihr gerade? Was wünscht ihr euch? Wie könnt ihr das kriegen, was ihr euch wünscht? Was ist eure große Stärke? Und wie könnt ihr diese Stärke auch einsetzen? Beziehungsweise wie könnt ihr in eure Power steppen? Und wo gibt es eine Blockade und wie kann die überwunden werden? Und danach schaue ich mir noch einen allgemeinen Zeitstrang an. Was ist in der jüngsten Vergangenheit passiert? Was passiert gerade bei euch? Und ein kleiner Ausblick, was wird in der Zukunft für euch passieren. Wenn ihr ein persönliches Reading haben wollt, dann schreibt mir gerne eine Mail. Die E-Mail ist in der Description Box unten. Dann können wir einen Termin ausmachen und das erste persönliche Reading mit mir ist for free für euch, ganz kostenlos. Okay, liebe Steinböcke, wo steht ihr gerade? Ausgangssituation. Die 6 der Kelche ist eine super schöne harmonische Energie. Kelche symbolisieren unsere Gefühle, unsere Emotionen. Und die 6 der Kelche ist die Childhood Memory Karte und auch die Soulmate Karte. Also hier geht es wirklich um ein Gefühl, das man aus der eigenen Kindheit kennt, als man noch jung und unbedarft war und vielleicht ein bisschen naiv. Aber wo man einfach noch ernsthaft gefühlt hat und wo man auch wirklich offen war für schöne, unschuldige Gefühle. Und hier, das ist eure Grundenergie, der Wunsch danach oder ihr fühlt das auch gerade. Also eine beautiful energy. Eure große Stärke haben wir die 6 der Stäbe und das ist die Triumphkarte. Also hier sehen wir Krieger und Kriegerinnen, wie sie von gewonnenem Kampf nach Hause kommen in ihr Heimatdorf und dort gefeiert werden. Also hier eure große Stärke ist der Sieg, also quasi dieses Erfolgreichsein, also ja, ist einfach Stäbe symbolisieren unsere Leidenschaften, unsere Ideen, unsere Passionen und eure große Stärke ist darin gut zu sein und darin auch erfolgreich zu sein, Steinböcke. Euer Wunsch, ja, der Wunsch geht vielleicht so ein bisschen Richtung verletzlicher zu sein oder Verletzlichkeiten annehmen zu können und sich zu behaupten gegenüber Stäben, die da kommen. Also eure große Stärke ist eigentlich die 6 der Stäbe und euer Wunsch geht so ein bisschen in die 5 der Stäbe, was davor ist. Also der Kampf, der da gefochten wird, also wo man sich zu zweit gegen widrige Umstände vielleicht beweisen muss, aber hier eben auch dann im Teamwork dann gemeinsam erfolgreich ist und obwohl man hier nackt steht und von diesen Stäben angegriffen wird, sich beweist auf so einer leidenschaftlichen Ebene, weil die 5 der Stäbe ist eigentlich so ein bisschen die, ja, die Gerängelkarte, also die Wettkampfkarte, also dieses Trainieren zu kämpfen, kein ernsthafter Kampf, sondern mehr ja, so ein Kräftemessen. Eure Blockade liegt auch tatsächlich im Teamwork. Also das ist die 3 der Münzen, ist die Teamwork-Karte. Und Münzen repräsentieren unsere materielle Welt, also das, was tatsächlich ist, das, was wir haben, das, was wir anfassen können. Und hier ist tatsächlich eine Blockade darin, Teamwork
zuzulassen, also gemeinsam an etwas Größerem zu arbeiten, also sich das vielleicht nicht alles alleine machen zu müssen, sondern tatsächlich auf die Ressourcen, die man hat und auch das Team, das man um sich herum hat, mehr zu vertrauen. Okay, wie könnt ihr in eure Power steppen? Haben wir zum einen, und das ist eine ähnliche, also eigentlich das Pendant dazu, in der großen Arkana haben wir den Wagen. Der Wagen steht auch für den Aufbruch und die Vereinigung von Widersprüchlichkeiten vielleicht auch in Art und Weise, Binaritäten. Also hier haben wir ein weißes Pferd und ein schwarzes Pferd und die würden normalerweise in unterschiedliche Richtungen wollen und hier diese beiden hier führen sie aber gemeinsam als Wagenlenker in eine Richtung. Also hier geht es um Kompromiss, hier geht es um ja, einen gemeinsamen Nenner finden und Widersprüchlichkeiten zusammenführen. Und die 5 der Stäbe haben wir da noch. Also die 5 der Stäbe stehen meistens für unnötige Konflikte, bei denen es um Verlieren oder um Gewinnen geht, aber auch nur um Verlieren oder Gewinnen wegen. Also um keinen richtigen Preis. Oder man fragt sich, um welchen Preis geht es hier bei diesem Kampf? Weil egal wer hier als Verlierer oder als Gewinner hervorgeht, hat weder was gewonnen noch verloren. Deswegen ist hier ganz wichtig, dass man diese Schwerter, diese Gedanken, diese Idee von Sieg oder Niederlage an die Wand hängt und sich eben auf einen Kompromiss einlässt, damit man dann diesen gemeinsamen Sieg nach Hause trägt. Wie kriegt ihr das, was ihr wollt? Nummer 1, Transformation. Große Arkana, die 13 im Originaltarot, ist es der Tod. Hier ist es die Transformation dargestellt durch eine Vampirdame, die ein Mädchen des Nachts besucht und sie beißen wird und damit sie transformiert vom Mensch-Dasein zum Vampir-Dasein. Also hier geht es um das Loslassen von alten Verhaltensmustern oder auch von Sachen, aus denen man schon rausgewachsen ist. Also Transformation im Sinne von der Raupe zum Schmetterling werden. Weil was ihr zulassen müsst, sind eure Gefühle. Der König der Kelche, also quasi der König, der voll im Reinen ist mit seiner Emotionswelt und der auf seinem Wal hier Sugar Daddy mäßig mit seinem großen Kelch voranschreitet. Regardless of Gender, Tarot kennt keine Geschlechter, sondern wir alle haben männliche und weibliche Energien in uns. Hier geht es darum, eure eigene maskuline Emotionalität zuzulassen, eure Tatenkraft auf einer emotionalen Ebene, euch trauen, romantisch zu sein, träumerisch zu sein, serenating zu sein. Und wie kann diese Blockade überwunden werden, dass man das Teamwork zulässt, indem man auf die eigene Stabilität vertraut, also die 4 der Münzen, also die 3 der Münzen, die 4 der Münzen. Und die 4 der Münzen ist manchmal auch eine Klingi-Karte, also die einfach sagt, dass man zu sehr festhält oder zu sehr versucht, etwas festzuhalten, einen Status quo festzuhalten. Auch gerade hier in der Karte sieht man, er tut sich sehr schwer damit, alle 4 Eimer hier zu balancieren und strauchelt damit so ein bisschen. Die Karte kann sowohl als materielle Stabilität gelesen werden, aber gleichzeitig aber auch vielleicht zu sehr festhaltend. Also, dass man hier ein bisschen mehr loslassen muss und ein bisschen mehr Flexibilität, ein bisschen mehr Teamwork zulassen muss und weniger am Status quo festhalten. Also sich dieser Transformation hingeben und mehr dem eigenen Gefühl vertrauen. Euer Bottom of the Deck, also der Grundtonus eures Readings, ist der Stern. Und der Stern steht tatsächlich für Dream Big, Make a Wish and it will come true. Also es ist quasi ja, eine Karte der Meditation, der Manifestation, also wo man in seine eigenen unbewussten Gründe geht und seine Träume auspackt, also auch so diese Childhood Memories, what did I want when I was a child, sich daran zurückzuerinnern und das wirklich sich zu wünschen und die Wahrscheinlichkeit, wenn man sich das ganz arg wünscht, dass es dann auch irgendwie passiert, ist nicht so ungering. Because you've got the power. Das ist das Prinzip der Manifestation. Traut euch
zu wünschen, liebe Steinböcke? An sich relativ harmonische Energien. Wir haben zwei Fünfen, die so ein bisschen für Widerstände stehen. Fünf der Schwerter, fünf der Stäbe. Aber ich schaue mir mal an, was bei euch abgeht. Was geht bei meinen Steinböcken ab? Ich habe auch ziemlich viel Steinbock in meinem Horoskop. Allerdings eher in den hinteren Planeten, aber die größten dann auch. Jupiter, Saturn, da habe ich viel Steinbock bei mir drin. Steinbock ist auch mein gegenüberliegendes Zeichen. Ich bin Krebs. Das heißt, wir ziehen uns immer so ein bisschen an. Opposites attract. Was ist in der jüngsten Vergangenheit passiert? Da haben wir wieder den Tod. Ah, aha. Love it. Okay, Steinbock. Da kommen wieder einige Karten, die wir gerade schon gesehen haben. Bottom of the deck. Grundton, das Grundthema. Acht der Kelche. Es ist eine Karte des emotionalen Aufbruchs. Loslassen. Nochmal was hinter sich lassen, was man liebt. Also diese acht Kelche, die hier aber teilweise schon untergegangen sind in diesem Teich und einer ist hier noch hier oben, die repräsentieren alles Sachen, die man liebt. Aber es ist eine Movement-Karte, hier muss man nochmal los, hier muss man nochmal alleine los, weil da doch noch eine Lücke ist. Also irgendwas fehlt einem noch, irgendein Wunsch wurde noch nicht erfüllt und man muss nochmal los. Ausgelöst wurde dieser ganze Prozess, über den wir hier sprechen, von ja, einem Transformationsprozess. Hier haben wir wieder den Tod und schaut euch den Tod hier an, wie schön er ist. Und hier heißt er nicht nur Death, sondern auch Rebirth und dafür steht er auch. Der Tod im Tarot steht nie für einen physischen Tod, sondern für einen Ego-Tod. Also etwas Altes, was eh schon vergangen ist, was natürlich geendet hat, muss losgelassen werden, damit etwas Neues zugelassen werden kann. Und dieses Neue liegt vollkommen in eurer Hand. Ihr habt hier danach den Magier und der Magier ist die Eins und er steht für das Prinzip der Manifestation. Er hat alle Elemente vor sich liegen, die Kelche, die Münzen, die Schwerter, die Stäbe und kann damit Magie kreieren. Er kann aus seinem Gedankenschatz etwas in die echte Welt materialisieren. Also er kann etwas erdenken, er hat die Idee und alleine dadurch, dass er diese Idee hat, hat er die Möglichkeit, das auch in echt zu manifestieren. Aber er muss es nicht alleine machen. Hier haben wir wieder die Teamwork-Karte, die drei der Münzen, wo ihr noch ein bisschen eure Blockade habt, aber was hier schon in der Vergangenheit so ein bisschen drin ist. Also hier ist man ganz klar aufgefordert, nicht alles alleine zu machen, sondern auf seine Ressourcen zu vertrauen und auch auf sein Team zu vertrauen, auf seine Leute zu vertrauen. Also nicht alles alleine machen zu müssen und auch nicht alles mit sich selbst ausmachen zu müssen. In eurer aktuellen Energie, die ist wirklich wunderschön. Ich meine, oben hatten wir die Sechs der Kelche und hier haben wir den Ritter der Stäbe, die Zwei der Kelche genau in der Mitte. Schaut euch mal an, wie ähnlich diese sind, die Sechs der Kelche und die Zwei der Kelche in der Mitte. So, there is love, there is union in your life. Somehow, might be friendship, might be a partnership in some way, or might be sex oder anything, but there is union, or at least waiting for you, or you got the idea of it. Und den Hierophanten. Was sagt uns das? Die Energie, das Feuer ist da, die Leidenschaft ist da. Durch diesen Transformationsprozess, durch diesen Rebirth, habt ihr diese Passion, habt ihr dieses Feuer in euch. Ritter stehen für Klima und der Ritter der Stäbe ist ganz klar der feurige Ritter, der einfach seiner Leidenschaft folgen will. In der Mitte haben wir die Union-Karte, die Zwei der Kelche. Hier werden zwei Hände gehalten und es kommt ein Regenbogen raus und der fließt in zwei Kelche rein. Hier geht es um Liebe, hier geht es um Austausch von Gefühlen. Und es geht einher mit der Fünf, dem Hierophanten, dem
Guru, dem Higher Learning, dem Ascending auf eine Art und Weise, die höhere Lehre, auch ein Commitment auf eine Art und Weise, ein Commitment sich selbst gegenüber und seiner eigenen Reise gegenüber, nochmal zum Schüler werden oder zum Mentor oder beides, und etwas Neues empfangen, einen neuen Glauben empfangen. Was kommt als nächstes? Hier haben wir eine schwierige Energie, aber die kann überwunden werden, vor allen Dingen mit dem Rest. Wir haben den Pagen der Stäbe, also ein ähnlicher Zugang wie der Ritter der Stäbe, bloß noch ein bisschen neugieriger und ein bisschen jünger vielleicht noch. Also sie spielt hier mit ihrem Stab und sie wirft ihn rum, und geht ganz kindlich und neugierig mit ihrer Leidenschaft um und traut sich irgendwie einfach was Neues vielleicht. Also ganz neugierig zu sein, hinsichtlich so einem Feuer, das da brennen will oder brennt. Die Neun der Schwerter, da haben wir wieder. Hatten wir bei euch noch gar nicht. Wir hatten noch keine. Doch, die Fünf der Schwerter hatten wir vorhin. Aber hier hatten wir wieder ein bisschen Gedanken und die Neun der Schwerter, das sind die Gedanken, die einen nachts vorm Schlafen abhalten. Und ich glaube, ihr Steinböcke kennt das nur zu gut. Also, so dieses: Habe ich das gemacht? Sollte ich noch das machen? Was passiert, wenn das und das eintritt? Also quasi so dieses 4 a.m. in the morning and my thoughts are keeping me awake. Das ist diese Energie. Aber enden tut das Ganze für euch mit der Kraft. Strength. Und diese Kraft ist im Endeffekt, dass die Liebe siegt, dass die eigene weibliche Seite, die eigene liebliche Seite, die destruktive, animalische Seite in einem bezähmt mit Liebe. Das ist nämlich die eigentliche Kraft. Die Kraft liegt in der Liebe und da werdet ihr landen. Also you and very powerful in this reading. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Danke, dass ihr bis zum Schluss geblieben seid. Ich hoffe, dass das geresonated hat für den einen oder anderen. Und wenn ihr ein persönliches Reading haben wollt, wie gesagt, schreibt mir gerne eine E-Mail. Ich freue mich, euch kennenzulernen. Ich freue mich, eure Geschichten zu hören, und euch vielleicht an der einen oder anderen Stelle etwas Beistand leisten zu können. Schreibt mir einfach eine E-Mail. Die E-Mail-Adresse ist in der Description-Box unten. Ansonsten sehen wir uns wieder hier beim nächsten YouTube-Reading, wenn ihr Lust habt. Ja, danke Steinbock. Bright blessings. Love you.